Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, unsere Kollegin Frau Beate Müller-Gemmecke. Bitte schön, Frau Kollegin Müller-Gemmecke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Kober, 7 Minuten Redezeit, ohne einmal das Wort Mitbestimmung zu nennen, ist schon eine Leistung. Die Mitbestimmung ist ein hohes Gut. Zur sozialen Marktwirtschaft gehört eine starke Mitbestimmung, und ebenso gehört die Mitbestimmung zu unserer demokratischen Kultur. Die Betriebsräte achten darauf, dass es gerecht zugeht im Betrieb und auch bei der Entlohnung, und sie sind auch das Sprachrohr für die Beschäftigten. Die Betriebsräte verbinden also wirtschaftliche Ziele mit guten Arbeitsbedingungen und relativieren damit den Gegensatz zwischen den Interessen von den Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen. Und diese Möglichkeit muss es auch in Zukunft geben, und zwar ausreichend. Und auch die Unternehmen profitieren von der Mitbestimmung, denn die Betriebsräte garantieren die interne Kommunikation. Damit werden Entscheidungen transparent und auch nachvollziehbar. Es entsteht Vertrauen in der Belegschaft und Akzeptanz, auch bei schwierigen Entscheidungen. Mitbestimmung ist also Konfliktmanagement, und wenn das funktioniert, entsteht Zufriedenheit und Loyalität, und das ist wichtig, denn Unternehmen brauchen engagierte und gute Belegschaften. Sehr geehrte Regierungsfraktion, ja, und wie sieht es mit der Mitbestimmung in der Realität aus? In Westdeutschland profitieren von der Mitbestimmung noch 48% und in Ostdeutschland gerade noch 38% der Beschäftigten. Wir haben also immer mehr betriebsratsfreie und somit demokratiefreie Zonen. Sozialpartnerschaft sieht aber anders aus. Die traditionellen betrieblichen Strukturen lösen sich auf in Stamm- und Randbelegschaften durch befristet Beschäftigte und Leiharbeit und insbesondere durch Werkverträge. In der Folge zersplittern die Belegschaften, und das schwächt die betriebliche Interessensvertretung, aber auch die Tarifautonomie insgesamt. Und diesen Wandel in der Arbeitswelt dürfen Sie nicht länger ignorieren. Handeln ist angesagt. Und deshalb begrüßen wir Grünen die Debatte heute und auch den Antrag der SPD. Das Thema ist wichtig und die Richtung stimmt, denn wir brauchen wieder eine Mitbestimmung, und zwar auf Augenhöhe. Notwendig ist ein fairer Interessensausgleich. Die Betriebsräte müssen mitreden können bei Veränderungen im Unternehmen, beim Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen. Und zu Recht verweist die SPD ja noch auf andere Stichworte. Und gerade am Montag haben wir darüber ja auch diskutiert bei der Anhörung. Mit Blick auf den demografischen Wandel und dem drohenden Fachkräftemangel sind alters- und altersgerechte Arbeitsbedingungen dringend notwendig. Dabei geht es um Strategien gegen Arbeitsverdichtung oder entgrenzte Arbeitszeit. Es geht also um Stress am Arbeitsplatz, denn die Beschäftigten müssen gesund bis zur Rente arbeiten können. Das alles sind zentrale Themen und große Herausforderungen, und das schaffen die Unternehmen nur gemeinsam mit engagierten Belegschaften. Und eine funktionierende und starke Mitbestimmung ist dafür unerlässlich. Und ich bin mir sicher, wer zukünftig ausreichend Fachkräfte halten und auch gewinnen will, der muss auf Fairness und demokratische Strukturen setzen. Geht es um die Mitbestimmung, dann reagiert die Arbeitgeberseite aber immer gleich. Die Mitbestimmung würde verzögern, sie würde behindern und verhindern. Die positiven Effekte werden nicht quantifiziert, die Kosten werden aber kritisiert. Die Lehren aus der letzten Wirtschaftskrise sind aber eindeutig. Die Belegschaften, die Betriebsräte und Gewerkschaften haben gemeinsam mit den Unternehmen nach tragfähigen Lösungen gesucht. Voreilige Entlassungen wurden verhindert, Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitkonten und Kurzarbeitergeld hingegen waren die erfolgreichen Strategien, und nur so konnte Deutschland besser und schneller wie vergleichbare Länder durch die Krise kommen, und deshalb verstehen wir Grünen die Mitbestimmung als Chance und auch als Standortvorteil. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, lassen Sie sich auf eine konstruktive Diskussion ein und verzichten Sie einfach mal auf alte Reflexe. Nur in einem fairen Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Belegschaft entsteht wirtschaftliche Dynamik. Und nicht nur die Kunden sind die Partner eines Unternehmens, sondern auch die Beschäftigten.
Vor allem ist die Mitbestimmung eine besondere Errungenschaft unserer Demokratie. Und damit müssen wir behutsam umgehen. Der Wandel in der Arbeitswelt erfordert eine Konstante, und das ist eine starke Mitbestimmung. Nur durch Augenhöhe und Partizipation entsteht soziale Wertschätzung und Zusammenhalt und in der Folge wirtschaftlicher Erfolg. Schalten Sie endlich Ihren Ruhemodus aus. Tun Sie was. Noch haben Sie die Zeit dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beate Müller-Gemmicke. Nächster Redner für die Fraktion.